Liebe Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von The Binding of Isaac Afterbirth Plus. Genauso wie in der letzten Folge werden wir auch in dieser Folge wieder versuchen, diese eine Challenge zu meistern, wo man nur Schlüssel aufheben darf und sonst nichts. Allerdings werden wir heute mit Isaac spielen, weil das hat mir die Nikuru oder die Miau oder die Nameless, wie auch immer ihr sie nennen wollt, die hat viele Namen, viele Gesichter, viele Namen, die hat mir das empfohlen, dass ich doch Isaac spielen sollte für diese Challenge, weil damit habe ich natürlich den D6 am Anfang. Und der D6 macht natürlich, dass ich Sachen reholen kann. Und da ich keine Schlüssel, doch Schlüssel darf ich, aber alles andere nicht, da ich keine Bomben und keine, oh Gott, keine Münzen und sowas einsammeln darf, okay, das ist schon mal scheiße, ich aber zum Beispiel, my reflection, ja, nehmen wir mal mit, why not? Ich aber zum Beispiel durch Items natürlich die ganzen Sachen bekommen kann, ist das eigentlich ganz gut, wenn ich die Sachen rewolle. So, ich will jetzt hier trotzdem nicht allzu lange rumdödeln. Als Isaac habe ich halt immer das Problem, dass ich dann natürlich 5 Milliarden mal rewollen möchte. Und dann möchte ich immer hin und zurück laufen. Ich muss erstmal wieder hier drauf klarkommen, dass ich ja keine Bomben einsammeln darf. Meine Güte. Und wir haben ja auch noch Curse of the Labyrinth, wie es aussieht. Alles klar. Und deswegen ist das wahrscheinlich ganz gut mit dem D6. Ja, mal gucken. Da kann man sich auf jeden Fall alles rewollen. Wenn wir dann mal Leben brauchen, dann können wir uns halt Leben holen. Wenn wir Bomben brauchen, das ist schon schwerer, sich die zu holen. Aber haben wir auch die Chance, dass da irgendein Item kommt, das halt Bomben droppt. Oder nicht droppt, sondern einen gleich gibt. Weil droppen darf ich ja trotzdem nicht. Okay. Und es ist natürlich umso wichtiger, dass man in dieser Challenge auch gar nicht erst getroffen wird. Weil man sich nicht heilen kann. Sonst wäre natürlich Isaac ganz nett. Deswegen, das war ja auch meine Idee, mit The Lost zu spielen. Dass ich dann halt keine Leben verlieren kann und auch nicht aus Versehen irgendwie ein Herzchen einsammeln kann, weil The Lost kann die halt nicht einsammeln. Aber anscheinend war das keine so gute Idee. Dabei habe ich in letzter Zeit nämlich eigentlich ganz viel The Lost gespielt und dachte, jo, bist voll der Profi mit The Lost, wird bestimmt gut gehen. Aber nope, ist doch schwerer als man denkt, wenn man nichts einsammeln darf, außer Schlüssel. Aua, du Blödmann, ich krieg das Leben doch nie wieder, was soll denn das? Oh, richtig geil wäre natürlich Placebo. Heißt es Placebo? Plazenta? Placebo? Irgendwie sowas? Was einem ein Leben gibt und ab und zu... Oh, ein Tier-Sub auch ganz geil. Was einem ein Leben gibt und ab und zu auch ein heilt. Oder halt Vampirismus oder sowas, das wäre alles richtig gut. Solche Items wären mega geil. Und diesmal achte ich noch mehr drauf als beim letzten Mal, dass ich auch wirklich keine Münzen und sowas einsammle. Das ist mir letztes Mal leider passiert. Das heißt, nicht so schnell hier durchlaufen und immer im Kopf behalten, die ganzen Sachen hier nicht einzusammeln. Oh, warte, den können wir eigentlich nutzen. Da war nämlich ein komischer Stein, zwar mit einem kleinen X. Das heißt, wir müssen den Stein sowieso zweimal treffen. Aber vielleicht kriegen wir ja irgendwo nochmal eine Bombe her. Dann könnte sich das lohnen. Da ist nämlich ein X. Da muss dann nur noch einmal getroffen werden. Dann sind da bestimmt tolle Sachen drin, die meinen One wieder kaputt machen. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Das wird geil. So, ich sollte auch nicht in der Mitte stehen, wenn ich den Raum abschließe, weil in der Mitte spawnen ja immer die ganzen Sachen. Sollte man vielleicht auch bedenken. Ich hatte jetzt gerade Glück, dass da nichts war, mein Devil, die das kaputt ist, aber vielleicht auch gar nicht so schlimm, weil dann komme ich gar nicht erst in die... was? Dann will ich gar nicht erst den Devil Deal mitnehmen. Oh, fuck. Shit, das war jetzt richtig schlecht. Auf Angel Deals sollte ich natürlich schon gehen, das hat mir die Nicole auch gesagt. Geh doch einfach auf Angel Deals, die kosten kein Leben und machen dich auch ganz stark. Und da, okay, ich hoffe doch, dass ich jetzt einen Devil Deal bekomme, wenn ich das gerade so überlege. Hm. Naja, was war sonst so bei mir los? Wir haben jetzt unsere Katze, haben sie Kira genannt, aber... weil Kira ist ein schöner Name, irgendwie. Muss man sich erst noch dran gewöhnen, dass sie so heißt? Aber passt schon. So, wir waren jetzt nicht im goldenen Raum. Und sie ist richtig süß. Also ohne Witz, die kennt uns halt noch gar nicht. Am ersten Tag war sie ein bisschen sehr schüchtern, muss ich sagen. Ich habe auch Bilder gepostet bei Instagram und Twitter, falls ihr sie mal sehen wollt. Und bei Instagram ist sogar noch ein kleines Video dabei. Nur so. Und ja, die ist richtig süß. Und am Anfang so richtig schüchtern gewesen. Also ist sofort auch von ihr weggelaufen und so. Aber jetzt immer mehr. Wir haben sie ja jetzt seit Montag. Geht sie auch mal auf einen zu morgens und sagt Hallo. Hallo, hier bin ich und ich hätte gerne ein bisschen was zu essen, sagt sie dann. So in der Art. Ich hätte trotzdem gerne noch den goldenen Raum, to be honest. Und man darf sie auch streicheln und so. Und wenn man sie streichelt, also sie jagt sehr, sehr viel, muss man sagen. Ist halt eine kleine Katze, will alles jagen, will alles ankrallen, will alles fressen. Aber wenn man sie dann streichelt, dann geht sie auch so mit den Pfötchen an einen ran und spielt so mit der Hand. Aber sie lässt dann die Krallen drin und beißt einen auch nicht. Also sie weiß schon, dass wir ihr wohl nichts Böses wollen und dass wir lieb sind. Und sie schnurrt auch ganz viel. Und das Schnurren ist richtig krass. Also die schnurrt ohne Witz lauter als meine vorherigen Katzen. Oder ich weiß nicht mehr, wie laut Katzen schnurren.
Aber die hat so einen richtig kleinen Körper nur. Nehme ich mit. Tech 5 ist doch nett. Das macht immer mal so einen unkontrollierbaren Laser. Ist doch ganz cool. Aber ja, die schnurrt einfach übertrieben laut. Das ist so richtig, richtig laut. Aber das ist auch irgendwie das Geile an Katzen. Deren Schnurren. Oder nicht? Leute, was findet ihr am besten an Katzen? Ich finde das toll, dass sie schnurren. Das Schnurrgeräusch ist richtig relaxing. Das ist, glaube ich, auch ASMR-Gedöns, oder? Das gibt's bestimmt. Katzenschnurren löst bestimmt bei einigen Tingles aus, so heißen die ja, glaube ich. Apropos Tingles, Leute. Habt ihr euch mal mit ASMR befasst? Also da geht's ja irgendwie um Tingles, das sind so... Du hörst dann irgendeine Scheiße, deswegen flüstern die auch alle immer. Oder knistern irgendwas rum. Und bei einigen Geräuschen haben halt einige Leute, das ist bei jedem irgendwie anders, ich habe mir da mal so ein Infovideo angeguckt, kriegen dann sogenannte Tingles. Und diese Tingles sind wohl irgendwie so ein Kribbeln im Hinterkopf oder zumindest ein Kribbeln. Ich weiß nicht, ob im Hinterkopf, aber so ein Kribbeln und das beruhigt dann die Leute und ist ganz toll. Wie so ein Schauer, der einen über den Rücken läuft, wie so eine Gänsehaut, aber halt im Kopf, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe. Auf jeden Fall... Ich mag diese ASMR-Videos jetzt nicht so, keine Sorge. Aber ich glaube, ich habe auch solche Tingles, aber bei Musik, ich weiß nicht, ob das bei Musik dann auch immer noch ASMR ist, wahrscheinlich nicht. Aber zum Beispiel richtig krass habe ich das bei Digimon. Bei Digimon, ich weiß gerade nicht, welches Lied, aber ich glaube, das Feuer brennt dir oder sowas, wenn das Feuer brennt. Ich weiß gerade den richtigen Namen nicht. Aber diesem Lied, ohne Witz, da kriege ich auch immer so eine Gänsehaut. Und da kommen dann auch Tränen in den Augen, aber ich glaube, das ist auch so ein Nostalgiefaktor. Aber wenn ich das eine Weile nicht gehört habe, dann ist das echt richtig heftig. Habt ihr sowas auch, Leute? Und könnt ihr mir mal sagen, ob das trotzdem noch zu den Tingles vom ASMR gehört? Musikalische Tingles? Kein Plan, Leute. Kein Plan. Hat mich aber mal interessiert. So, was gibt's also noch zu meiner Katze zu sagen? Also, die jagt ganz viel. Wir machen hier einfach random Themen, Leute. Die jagt ganz viel. Und ich hab ja so eine... Goa-Hose an. Ich glaube, unter Goa-Hosen können jetzt nicht so viele was von euch anfangen. Das ist so eine Aladdin-Hose, also so eine Plumpenhose. Die hat ganz viele Namen, Leute. So eine weitgeschnittene Hose aus Stoff, die cool ist. Ich weiß nicht, wie ich das erklären soll, Leute. Die ist halt so richtig weit geschnitten und sieht aus wie so eine Aladdin-Hose. Deswegen heißt sie ja auch so. Ihr wisst schon, so eine Psy-Wepper-Hose, die er in einigen Videos anhat. Nur halt nicht so... Nicht so, dass sie aussieht, als wenn man sich in die Hose gekackt hat, sondern cooler. Ihr wisst schon, was ich meine, Leute. So. Und da sind so zwei... Oh Gott. Zwei... Wie nennt man die denn? So zwei Fäden dran, sag ich mal. Die immer über den Boden schleifen, weil, keine Ahnung, das ist hip und Trend und richtig cool. Und da steht Kira auch richtig drauf. Also richtig heftig. Ich kann quasi mit ihr bei Fuß gehen. Einfach nur... Ich habe keine Leben mehr, ey. Das ist ein bisschen lame. Einfach nur, weil sie mir hinterherjagt. Oder diesen beiden Tingeln da. Jetzt bin ich hier auf meinen Tingeltrip. Das ist schon sehr witzig. Ich glaube, ich sterbe. Oh Gott, oh Gott. Bitte, ich will nicht gegen dich sterben. Okay, ich habe ein bisschen Angst vor dem, weil der anscheinend auch große Treubomben macht. Und am meisten Angst habe ich vor seinen komischen roten Bomben. Die brennen, weil die tun ganz doll weh. Ich bin eigentlich zufrieden mit dem, was wir bisher so haben an Items. Genau die. Wenn die einen treffen, dann kriegt man nämlich Schaden und dann bin ich auf jeden Fall tot. Das ist nicht cool. Big Horn Duty. Duty Duty. Oh Gott. Oh Gott. Bitte sterb, bevor ich sterbe. Und ich glaube, ich darf auch nicht in sein Feuer rein, oder? Oh oh. Okay, aber er ist gleich tot. Come on, das kriegen wir hin. Danke. Bitte leben. Das ist ein Leben. Ich nehme es mit, weil es mich auch um ein Leben heilt. Jetzt blinkt das da oben nicht mehr so. Goldenen Raum müssen wir trotzdem nochmal kurz suchen. Auf der Suche nach einem goldenen Raum habe ich leider ein paar Leben verloren. Das ist ein schlechtes Item. Oh, was machst du denn nochmal? Ich glaube, das war auch nicht so gut. Needle Shot. Okay. Oh, wo ist hier der Needle Shot? Ich sehe keinen Needle Shot. Alles klar. Ob vielleicht nur ab und zu. Kann ja sein. Ja, aber sie verfolgt mich die ganze Zeit. Und man kann mit ihr spielen und man kann sie aber auch knuddeln und so. Die hat immer so ihre Phasen. Also die ist ja noch sehr klein, so. Und die hat... Oh Gott, ich habe übrigens nur noch ein halbes Leben. Das heißt, mit dem nächsten bin ich tot. Die rauft dann alles Mögliche kaputt, jagt alles und dann ist sie wieder ganz knuffig und man kann sie streicheln. Also streicheln kann man sie eigentlich immer. Manchmal mag sie es nicht so gerne, wenn sie gerade halt im Jagdmodus ist. Wenn man sie dann anfasst, dann läuft sie weg. Aber ist nie böse zu einem. Guck mal, da ist so ein Needle Shot gewesen. Coole Sache. Und ja, sonst ist sie einfach nur süß und schläft sehr viel. Aber sehr knuffig. Und sie versteckt sich immer hinterm Sofa.
weil da kommt sie noch hin. Da ist eigentlich gar nicht so viel Platz, aber da ist genau so viel Platz, dass sie dahinter kommt. Also schon alles sehr süß. Ich bin richtig froh, endlich wieder eine Katze zu haben. Ich hatte ja schon mal Katzen in meinem Leben. Also drei, an die ich mich auf jeden Fall erinnere. Sind leider alle gestorben. Und jetzt haben wir endlich wieder eine Katze. Vor allem, das passt ja gerade, weil wir ein Mäuseproblem haben. Ich glaube, hätten wir dieses Mäuseproblem nicht im Haus, dann hätten meine Eltern sich erstmal keine Katze gekauft. Aber jetzt haben wir eine und ich bin sehr glücklich darüber. Das Doofe ist halt, die ist jetzt momentan noch die ganze Zeit im... ich habe ein bisschen Angst. Im Wohnzimmer, weil das irgendwie besser sein soll, wenn sie erstmal in einen Raum für ein paar Wochen drin ist, um sich an die Menschen zu gewöhnen und dass das nicht alles zu viel für sie ist und so. Deswegen ist jetzt die ersten zwei Wochen... Rough Hearts, das dürfte ich einsetzen. Ich setze es auch mal ein, dann habe ich zumindest ein Leben. Damit ich nicht sofort sterbe hier. Was? Ja, das ist sie da erstmal drin, um sich einzugewöhnen. Und die Sache ist ja auch, ich habe ja auch einen Hund. So. Und mein Hund ist eigentlich ein richtig knuffiger. Und der tut auch nie was. Und der jagt auch keine Katzen. Also er guckt sie an, wenn man Gassi geht. Und richtet auch seine Ohren auf. Aber er guckt einen dann immer an. Also mein Hund ist auch einer, der ohne Leine läuft und sowas. Ist richtig gut erzogen. So ein bisschen angeben hier. Oh, da sind wir auf jeden Fall mit. I am all! Danke. Und ja, der ist richtig brav und ist dann so ganz langsam an die rangegangen. Für den ist das auch irgendwie alles ein bisschen gruselig, dass wir jetzt eine Katze haben. Aber er jagt sie nicht und wenn man halt beim Gassi gehen ihm so ein nein, tu das nicht, sagt, dann lässt er die Katze auch in Ruhe und geht einfach weiter. Also ich glaube, der wird auch klarkommen mit der Katze. Allerdings, die Katze mag Aaron, also mein Hund, natürlich erstmal nicht so gerne. Obwohl der ihr gar nichts tut. Und dann, das Komische ist auch, meine Katze, also die Kira, die geht auch an Aaron ab und zu mal ran. So ganz langsam, mit gebuckelten Rücken und so. Also schon so, ja, nee, ich mag dich jetzt nicht so, aber du bist trotzdem interessant. Ich gehe mal an dich ran. Aber dann macht sie so ein Mini-Fauchen, wenn man das Fauchen nennen kann. Ich bin mir da nicht sicher. Auf jeden Fall hat sie einmal auf den Boden geschlagen mit ihrer Pfote. Und richtig fauchen kann sie halt noch nicht. Dann ist Aaron erstmal weggegangen. Also so eine kleine Babykatze kann unseren riesigen Hund, der locker... Also wo die... Allein die Schnauze so groß ist wie die Katze, kann die in die Schranken weisen. Das kriegen wir. Nehme ich auf jeden Fall mit. Dankeschön. Damage up. Klingt gut. Aber ich hoffe, dass die beiden irgendwie noch Freunde werden. Das wäre richtig schön. Dass sie dann miteinander knuddeln und so. Das wäre richtig toll. The Emperor! Okay, könnten wir easy peasy einsetzen. Nachdem wir einmal den goldenen Raum gefunden haben. Oder aber wir setzen das irgendwie in der Kapelle ein, wo wir gar nicht hingehen dürfen. Weil wir müssen ja The Lamp besiegen. War ich ja schon erwähnt, Leute. Bei dieser Challenge muss man bis zu The Lamp gehen. Und den besiegen. Das heißt, wir müssen den Satanweg gehen. Ja. Und meine Katze ist cool. Ich weiß nicht, ob ich noch irgendwas zur Katze zu sagen habe. Ja, wenn ihr da Videos sehen wollt, dann einfach mal bei Instagram gucken. Da ist zumindest ein Video. Vielleicht kommt dann irgendwann noch mehr. Aber was ist auch noch richtig cool ist an der Katze? Ja, das wird jetzt ein Katzenvideo, Leute. Man kann wirklich dieses... Ich hatte das noch nie, weil... Ja. Wie man das bei diesen Videos kennt. Man kann die am Bauch kraulen. Das lässt sie sogar mit sich machen. Dann geht sie so mit den Krallen an deine Hand ran. Und wenn man dann die Hand so aufspreizt, dann macht sie das tatsächlich auch mit ihren Pfoten. Also so, wie man das aus diesen Memes kennt. Das finde ich sehr witzig, dass das funktioniert. Also das funktioniert anscheinend bei jeder kleinen Katze, solange sie sich dann am Bauch streicheln lässt. Gibt ja bestimmt auch Katzen, die das nicht so mögen. Also es gibt ja Katzen, die mögen überhaupt nicht gestreichelt werden. Oder vor allem nicht am Bauch. Also am Bauch ist, glaube ich, richtig komisch für Katzen, dass sie da gestreichelt werden. Oh, nehme ich mal mit. Aber die lässt das mit sich machen. Ja, süße, super süße Katze. Ich verliere schon wieder viel zu viele Leben. Hat bisher auch noch nicht hier irgendwo ins Haus reingepinkelt. Das ist, macht zwar einige Sachen kaputt. Also die Ledercouch gefällt das nicht so gut, dass die Katze da ist. Aber meinen Eltern ist das relativ egal, muss ich sagen. Dass die da ganz viele Kratzer an die Ledercouch macht. Das hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht. Vor allem nicht von meinem Vater. Der ist immer sehr pingelig. Aber anscheinend... Oh, findet er die auch sehr süß. Shit, ich verliere ein bisschen zu viele Leben. Das ist nicht cool. Kann der eine bitte wenigstens sterben? Danke. Und der andere, sehr gut. Auch ein paar blaue Herzen. Okay, also wir haben richtig... Oh, das heilt dann sogar voll. Wie gut ist das denn? Wir haben richtig viel Glück mit unserem Herzmanagement hier. Das kann sogar tatsächlich mal was werden. Ja, und hat noch nicht reingepickelt.
scheint also schon stubenrein zu sein. Sehr, sehr gute Katze, Leute. Sehr gute Katze. Kann man sich nicht besser wünschen. Aber ich freue mich schon, wenn die irgendwann dann im ganzen Haus rumlaufen darf. Und dann auch in mein Zimmer darf, solange die hier nicht reinpinkelt. Da habe ich tatsächlich immer Angst bei Katzen, dass sie auf irgendwas raufpinkeln. Das hatte meine frühere Katze nämlich bei meinem Dancing Stage Mario Mix Tanzmatte gemacht. Da hat sie raufgepinkelt und die habe ich jetzt bei eBay weiterverkauft. Geil. Jetzt hat irgendjemand eine angepinkelte Tanzmatte. Egal. Ja, und dass sie dann mit mir im Bett schlafen kann. Weil das ist auch immer ganz toll. Mit Katzen im Bett. Einige... mögt ihr das, Leute? Habt ihr auch Katzen? Lasst ihr eure Haustiere im Bett schlafen? Also mein Hund lasse ich nicht im Bett schlafen, der darf halt auch nur unten sein und mein Zimmer ist oben. Aber Katze, ja, Katze darf im Bett. Und dann schnurren und dann kann man voll geil einschlafen. Das ist so ein bisschen dieser Regen auf Dach-Effekt, finde ich. Also schnurren, ohne Witz, das macht mich richtig relaxen. Das relaxt mich richtig. Ist das ein richtiger Satz? Relaxed? Das relaxt mich? Ist auf jeden Fall so. Na, was sonst noch, Leute? Habt ihr mitbekommen, dass ein neues Green Day-Konzert kommt? Kann man in ein paar Tagen, in einer Woche oder so, Tickets vorbestellen. Und das ist richtig cool. Ich bin nämlich Green Day-Fan, müsst ihr wissen. Freue ich mich drauf. Da muss ich aber schon um 10 Uhr aufstehen. Das wird richtig kacke. Weil blöder Vorverkauf um 10 Uhr ist. Und leider machen die nur ein Konzert in Deutschland. Das ist auch richtig lame. Aber Green Day, Leute, geht auf jeden Fall zu Green Day. Beste Band der Welt. Auf jeden Fall live. Live die beste Band, die ich bisher gesehen hatte. Und ich habe schon einige gesehen. Und die gehen ja sogar mit Fall Out Boy und Weezer und sowas auf Konzert. Aber wollen wir dazu nicht viel sagen. Auf jeden Fall Green Day cool. Muss ich früh aufstehen, das ist doof. Und dann kommen die erst irgendwann Mitte 2020. Aber für die Leute, die vielleicht Green Day auch mögen und nichts davon mitbekommen haben, jetzt wisst ihr es. Ich freue mich darauf. Aua, hallo. Oh, sind die stark. Ich komme hier nicht weg. Als ob, ich muss Empower einsetzen. Sonst hätte ich warten müssen, bis die ausgehen. Was war das denn, ey? Ich war einfach zu schwach. Drei dieser Dinger waren zu stark. Die habe ich einfach festgehalten. Hallo Mutter. Ich glaube, ich habe jetzt den... Doch, ich habe den goldenen Raum sogar. Aua. Toll, wieder kein Devil Deal hier. Du blöde Kuh. Wieso stampfst du die ganze Zeit? Weil du die rote Version bist, hä? Toll, ey. Eigentlich hatte ich den Pyjama hier. Sonst wäre das nicht gut gelaufen. So, Mutti, dann gib mal was Schönes her. Wir dürfen auf jeden Fall nicht das Polaroid mitnehmen, daran müssen wir dran denken. Aber das mit dem Leben sieht gerade wieder nicht so gut aus, möchte ich meinen. Oh Gott, ein Devil Deal wäre halt mega gut gewesen eigentlich. So. Negativ mitnehmen, gucken, ob es hier irgendwas Cooles gibt. Guck mal, hätten wir jetzt noch Empower, dann hätten wir hier irgendwas Geiles mitnehmen können. Zum Beispiel, okay, hier gibt es nichts Geiles, aber wir hätten irgendwas mitnehmen können. Und tschüss. Und jetzt müssen wir vor allem doppelt aufpassen. Wir verlieren jetzt nämlich jedes Mal ein Leben, wenn uns ein Gegner trifft. Wir haben eine hundertprozentige Chance auf einen Devil Deal, wenn wir nicht getroffen werden. Das wäre auch ganz cool. Mal gucken, ob wir es schaffen. Was habe ich jetzt noch gemacht? Ich habe gestern kam übrigens richtig spät wieder das neue Video. Sorry. Ja, meine Uploadzeiten sind gerade mega schlecht irgendwie, ich weiß auch nicht. Aber ich habe gestern noch ein paar Stunden mein Overlay zusammengebastelt. Für Twitch allerdings nur. Und in diesem Overlay ist sogar eine Aussparung für eine Facecam, Leute. Ich habe jetzt vor, zumindest bei Twitch, wieder mit Facecam zu streamen. Das habe ich ja früher schon mal gemacht. Dann habe ich Twitch ein Jahr lang nicht gemacht. Und jetzt mache ich es ja wieder ein bisschen häufiger zumindest, also zweimal die Woche. Dienstags und sonntags meistens. Nee, mittwochs und Sonntag, ach keine Ahnung. Zweimal die Woche. und... Ja, ich merke, dass bei Twitch halt irgendwie nicht so viele Leute reinkommen. Oder wenn die reinkommen, dann bleiben die nicht lang. Und ich weiß nicht, liegt das an mir? Oder liegt das daran, dass ich keine Facecam drin habe? Weil das scheint ja irgendwie Standard zu sein bei Twitch. Deswegen möchte ich das jetzt nochmal mit Facecam ausprobieren. Auch wenn man dann mein Bett im Hintergrund sieht, weil ich zu faul bin, meinen Greenscreen richtig einzustellen. Da bin ich mal sehr gespannt. Da habe ich ein paar Stunden an diesem blöden Overlay gesessen. Also Leute, wenn ihr dieses neue Overlay sehen wollt... Und sehen wollt, wie ich aussehe und so, obwohl das eigentlich schon bekannt ist, aber einige wissen es trotzdem wahrscheinlich nicht. Also könnt ihr ja mal bei Twitch abonnieren, nicht wahr? So. Achso, und auch nochmal die Frage wegen Facecam. Ich hatte früher auch mal Facecam bei YouTube. Da wurde mir aber mehr oder weniger gesagt, nee, Mann, die Facecam ist kacke. Also nicht, du bist hässlich, was ich aber auch verstehen könnte.
sondern eher so, ja, die Facecam verdeckt zu viel vom Bild. Kann ich auch verstehen. Und deswegen, meine YouTube-Zuschauer damals fanden das auf jeden Fall kacke mit Facecam. Und daher, mal die Frage, würdet ihr Facecam, oder was guckt ihr lieber? Leute mit Facecam oder Leute ohne Facecam? Ich habe das jetzt bei Twitch halt so gemacht, dass ja, ich so ein Overlay habe und die Facecam außerhalb vom Spiel ist. Das heißt, die Facecam wird nichts von dem Spiel überdecken. Oh, eine Joker-Karte, sehr nett. Sondern, ja, halt außerhalb vom Spiel. Und das Spiel ist dann aber ein bisschen kleiner und nicht Fullscreen. Aber sieht, glaube ich, trotzdem ganz hübsch aus. Und das hat nämlich den Vorteil, dass ich sowohl bei Twitch streamen kann mit Facecam und die Leute, die halt bei YouTube das nicht so mögen, also ich glaube, meine Zuschauer mögen das nicht so, aber deswegen frage ich ja jetzt. Ich kann dann da ranzoomen und ganz normal dann den Twitch-Stream wieder zusammenschneiden und hier bei YouTube hochladen. Das mache ich ja... Aua, oh nein, jetzt habe ich noch ein Leben. Das mache ich ja recht viel mit Mario Maker. Also die letzten Folgen, die sind ja irgendwie alle mehr oder weniger aus dem Stream. Also ganz häufig zumindest. Häufig sind die Mario Maker 2 Folgen aus dem Stream zusammengeschnitten. Und da ist ja auch nichts. Ich musste jetzt auch schon... Ich habe so einen komischen Bot für Mario Maker im Stream. Und der wird halt während des Streams angezeigt. Und den habe ich jetzt auch rausgeschnitten. Beim den Zusammenschnitten. Deswegen ist das alles so ein bisschen gecroppt. Aber ist, glaube ich, trotzdem noch okay. Und mit diesem Overlay habe ich jetzt halt die Möglichkeit, das Spiel an sich nur zu zeigen. Das finde ich eigentlich ganz geil. Ich habe hier richtig Angst gerade. Wir brauchen dringend irgendein Item, das uns Leben gibt. Ach du Scheiße. Oder wir gehen zum Joker. Wollen wir zum Joker gehen? Komm, wir gehen zum Joker, obwohl wir eine 100% Chance hier haben. Okay, hier ist leider nichts, was uns Leben gibt. So ein Abaddon wäre doch ganz geil. Okay, komm, wir rerollen einmal. Okay, ich glaube, das linke gibt einen auf jeden Fall ein schwarzes Herz. 3 schwarze Herzen, ja nett. Okay, nehmen wir mit. So, cool. Und wir könnten eventuell, wenn wir beim Boss sind und einen Devil Deal bekommen, nochmal rerollen. Das andere Ding. Eventuell ist da ja nochmal was Cooles bei. Ich möchte nämlich ehrlich gesagt auch nur ein rotes Leben haben. Dann haben wir nicht die Chance, irgendwie aus Versehen nochmal rote Leben einzusammeln. Und unser Negativ wird sich die ganze Zeit aktivieren. Aber ja, nochmal an dieser Stelle. Die Frage, wollt ihr, oder was guckt ihr lieber? Mit Facecam, ohne Facecam? Wie wollt ihr mich sehen? Mit Facecam, ohne Facecam? I don't know. Ich finde das aber so ein bisschen stressig mit Facecam, muss ich sagen. Aber bei Twitch ist das anscheinend gang und gäbe. Und da war halt auch neulich ein Zuschauer oder eine Zuschauerin besser gesagt. Und die meinte, hä, du hast keine Facecam, was bist du denn für einer? Und vielleicht muss man das halt echt bei Twitch machen. I don't know. Möchte ich auf jeden Fall mal ausprobieren, deswegen habe ich da jetzt neues Dings. Oh mein Gott, ich sterbe halt einfach. Ich hasse diesen Gegner. Der ist aber auch ein Arschloch-Gegner, ohne Witz. Ohne Witz. Shit. Okay, Gegner tot. Jetzt habe ich schon wieder keine Leben. Ein Glück haben wir dieses Synapse da eben gefunden. Meine Fresse. Okay, wir kriegen leider keinen Devil Deal. Wir können also nicht nochmal rerollen. Das ist, glaube ich, ganz gut. Okay. Ich hätte gerne noch mehr Leben. To be honest. To be honest. Ach, hier gab's doch noch... Ah! Wir sind ja noch gar nicht so weit. Ich glaube, hier... Da gab's auch noch einen goldenen Raum, ne? Shit. Shit, shit, shit. Okay, wir müssen jetzt... Hilfe? Moment. Wie machen wir das? Hä? Wie machen wir das? Ich habe Angst, dass von irgendwas explodiert. Und dann schön in mein Gesicht. Das wäre nicht so geil. So, du sterben? Kannst du explodieren? Ja, natürlich explodiert der. Genau vor sowas hatte ich Angst. Müssen wir uns ein bisschen konzentrieren, dass wir hier wieder nicht sterben. Wir leben hier die ganze Zeit on the edge of glory. Also wirklich on the edge, on the edge. Aber solange hier keine... Oh mein Gott. Wenn hier keine Mörser kommen, die von oben runter ballern. Die hasse ich nämlich, die treffen mich nämlich immer. Sollte das eigentlich noch ganz gut gehen? Da haben wir noch einen Schlüssel. Komm her. Komm, zeig mir deinen hübschen Hals. Danke. Oh, ich würde so gerne Herzchen einsammeln. Mit einem Hit bin ich tot. Das ist nicht so geil. Ein Glück habe ich das Soul. Das schützt mich so ein bisschen. So, und apropos Stream. Ich habe auch mal überlegt, was man denn so streamen könnte. Könnt ihr mir übrigens auch mal Kommentare schreiben, was ihr da vielleicht sehen wollt. Ich könnte eigentlich auch mal eine Umfrage einfach machen. Aber auf meiner... Liste steht zum Beispiel auch Final Fantasy 15. Das ist jetzt natürlich schon ein bisschen älter und ist ein RPG, was vielleicht nicht so viele interessiert, zu gucken zumindest. Aber das wollte ich schon seit Ewigkeiten spielen. Ich habe richtig Bock drauf. Aber früher konnte ich es halt nicht spielen, weil meine Grafikkarte so mega scheiße war. Und dann
hat das schon ohne aufzunehmen halt alles geleckt oder ohne zu streamen alles geleckt. Also so richtig geleckt, obwohl das schon alles auf der lowesten Grafikeinstellung ever war. Und das war nicht schön. War alles super hässlich und hat trotzdem alles geleckt und alles sehr in Zeitlupe. Ich glaube, ich hatte nicht mal 30 FPS oder sowas. War nicht cool. Aber jetzt mit der neuen Grafikkarte sollte das eigentlich ganz cool sein. Und da hätte ich halt auch mega Bock, das mal zu streamen. Hättet ihr Interesse, Leute? Oder eher nicht so? So, gib mir... Nee. Weiß auch nicht, was ich haben will. Fliege, mach kaputt. Fliege. Oh, starke Fliege. Krasser Scheiß. So, 100% Chance auf einen Devil Deal. Wir dürfen jetzt hier nicht getroffen werden. Ist doch easy. Ist doch easy bei Moms Herz nicht getroffen werden. Ich meine, wir haben sie Soul. Eigentlich können wir nur getroffen werden von ihrem Laser. Oh, shit. Oder halt von Sachen, die spawnen. Aber sonst eigentlich von gar nichts. Wir müssen jetzt mal ein bisschen... Wir müssen leider nah an ihr dran stehen, weil wir My Reflection haben. Das ist jetzt ein bisschen kacke. Sonst... Nein! Sonst treffen wir sie nicht! Mann, wieso ist diese Challenge so schwer? Wenn man keine Herzen einsammeln darf. Ich bin aber auch nicht stark genug geworden. Ich hätte vielleicht den D6 doch noch ein bisschen häufiger einsetzen sollen. Kacke. Da waren wir schon so weit. Hier nach wäre das eigentlich ganz easy geworden. Ich glaube... Na, okay. Der Devil wäre halt noch krass gewesen, aber sonst... Ich muss mir da nochmal irgendwie eine gute Taktik überlegen. Shit, aber ich glaube, mit Isaac ging das auf jeden Fall schon mal besser mit dem D6. Naja, dann auf jeden Fall danke fürs Zuschauen, Leute. Ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Ansonsten bis zum nächsten Mal und tschüss.